Und wir müssen einfach auch mal die Gesamtzahlen sehen. Wir haben vorhin über Übersterblichkeit gesprochen. Da kann man jetzt natürlich lange diskutieren, wie ermittelt man Übersterblichkeit. Aber wenn Sie das prozentual nehmen, dann sehen Sie, dass 2020 im Vergleich zu den Einzeljahren eher ein günstiges Sterbejahr war, muss man sagen. 2021 jedoch im zweiten Jahreshälfte ging das los. Und es betrifft die jüngeren Jahrgänge. Das sind Fakten. Das kann ich Ihnen auch leicht belegen. Ja. Also wir haben hier kein Übersterblichkeitsproblem gehabt 2020, aber wir fangen mit 2021, zweite Jahreshälfte, damit an bei Jüngeren. Ich sage nicht, dass das die Impfung ist. Aber da hat die Kampagne angefangen bei den Jüngeren. Und jetzt müssen wir untersuchen. Bitte machen Sie nicht so weiter. Bevor wir nicht wirklich die Sache sauber untersucht haben, können wir nicht wieder diese Panik schüren, Leute in die Impfung treiben. Die Impfen stoppen, oder was ist Ihr Vorschlag? Nach allen seriösen Kriterien muss die bedingte Zulassung gestoppt werden und die Sicherheitsfragen geklärt werden. Und damit das Impfen. Also wollen Sie gar nicht mehr impfen. Sie setzen die Seriosität der Kriterien. Weil ich die Zahlen nenne. Gegen die gesamte seriöse Wissenschaft. Nein. Die seriöse Wissenschaft kommt doch gar nicht zu Wort. Ich habe Ihnen gerade die wichtigste Zahl genannt und Sie haben sie nicht gekannt. Das disqualifiziert Sie beide, muss ich Ihnen ganz klar sagen. Herr Frank, haben Sie selber den Impfstoff bereits verimpft oder von Anfang an den nicht verimpft? Ich habe ihn bei Patienten in der Risikogruppe anfangs verimpft. Dann habe ich mich da näher mit befasst und habe mich dann entschlossen, nicht mehr zu impfen, weil ich kann dies nicht verantworten. Und ich habe auch erlebt, dass viele Kollegen leider den Leuten nicht gesagt haben, dass es eine bedingte Zulassung ist und damit nicht regulär. Und die Zulassungsstudie, Herr Montgomery, ist 2023 abgeschlossen. Sie kennen genauso wie ich diese 8 Seiten, die jeder ausfüllen muss, wenn er geimpft wird. Denn momentan erleben wir ja wirklich eine Tyrannei der Ungeimpften, die über das 2/3 der Geimpften bestimmen und uns diese ganzen Maßnahmen auf. Tyrannei? Wer sich partout nicht impfen lassen will, der muss die Folgen auch davon tragen. Entweder indem er auch bis hin zum Arbeitsplatzverlust geht. Die Erkrankung hat ohne Impfung eine Letalität zwischen 1 und 2%. Das heißt, bei 100.000 Menschen würden 10.000 Menschen an der Erkrankung sterben. Denn die Impfungen sind die wahrscheinlich risikoärmsten, bestwirkenden und harmlosesten Impfungen, die wir jemals gehabt haben. Ich habe auf beide Impfungen stark reagiert. Kein Arzt war anfänglich bereit, seine Beschwerden mit der Impfung in Zusammenhang zu bringen. Our governments are not publishing the information anymore. Seit 30 Jahren impfe ich. Aber sind und ich habe sowas noch nie erlebt. Nur bei der Nein. Die seriöse Wissenschaft kommt doch gar nicht zu Wort. Ich habe...